Ich darf. Ich bete einfach nochmal, um nochmal, dass wir nochmal frisch werden, um das zu empfangen, was Jesus uns jetzt noch geben möchte. Jesus, ich will dir erstmal total Danke sagen für diesen wunderbaren Tag. Ich will dir Danke sagen für all das, was wir jetzt schon empfangen durften, für das wunderbare Wetter draußen, für die Gemeinschaft, für jeden Einzelnen, den du heute auch hierher gerufen hast. Und für alles, was auch neu entstehen darf. Wir heißen das von dir von Herzen willkommen. Und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt auch nochmal vorbereitest für das, was du jetzt auch noch sagen willst. Amen. Ursprünglich war geplant, dass ich heute mit einer Predigtreihe starte. Ich habe mich aber in der Vorbereitung entschieden, die schieben wir mal noch ein Stück nach hinten, einfach weil heute der Fokus auch auf anderen Sachen liegt. Aber ich hatte so ganz stark so eine Ermutigung für uns alle auf dem Herzen. Und ich meine, wer will nicht gerne ermutigt werden? Also mich hat die Vorbereitung schon super ermutigt, wo ich gedacht habe, ich bin so beschenkt, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich will euch gleich mal fragen, wer von euch wünscht sich ein Leben frei von Sorge? Das beruhigt mich sehr. Und ich habe das heute für euch, wie wir da reinkommen, weil das hat tatsächlich Jesus für uns vorbereitet. Das finde ich so krass, dass Jesus uns schon heute das Geschenk gemacht hat, dass er sagt, ihr dürft ein Leben haben frei von Sorge. Es geht ihm eben nicht nur darum, dass du in der Woche zwei schöne Stunden hast in seiner Gegenwart, sondern Jesus lädt uns ein zu einem Lebensstil, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, wo wir in seinem Frieden leben können. Und die Frage ist, warum sorgen wir uns eigentlich so viel? Und darunter liegt dieses Bedürfnis, dass wir uns sicher fühlen wollen. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und was ist das Gegenteil von Sicherheit? Es ist diese innere Unruhe, Unsicherheit, diese Anspannung, auch so eine Angst, diese Ungewissheit, was kommen wird. Es ist im Prinzip die Abwesenheit von Frieden. Und wenn ich mir so Jesu Leben anschaue, dann beeindruckt mich das neben all den Wundern, die er getan hat, neben all dem Übernatürlichen, was in seinem Leben sichtbar geworden ist, finde ich vor allem das so bemerkenswert, dass Jesus jemand war, der frei war von Sorge, der frei war von Stress, der in diesem Frieden tatsächlich gelebt hat. Mir kam jetzt zum Beispiel jetzt auch nach unserer Konferenz kam mir immer wieder so dieses Gleichnis auch mit dieser großen Menschenmenge, die hungrig ist, die Jesus zugehört haben und es ist irgendwie kein Essen da und Jesus ist nicht so total angespannt, rennt rum irgendwie wie ein Wilder, wir müssen was organisieren und er rennt nicht zu seinen Jüngern und sagt, ihr hättet ja mal dran denken müssen, das muss man doch planen, die Leute brauchen doch Essen, also so würde ich halt reagieren, sondern Jesus ist so tiefenentspannt und er fragt so, hey, was ist da? Und dann kommen da die 5 Brote und die 2 Fische und Jesus nimmt das und dann lesen wir einfach, wie er zu seinem Vater schaut und sagt, danke. Er sagt ihm, danke für das, was du vorbereitet hast, danke für das, was da ist. Und dann lesen wir davon, wie übernatürlich dieses Essen vermehrt wird und am Ende ganz viel Essen übrig bleibt. Jesus wusste, dass sein Vater versorgt, dass er übernatürlich versorgt. Und das hat ihm diesen Frieden gegeben. Jetzt sagst du vielleicht, das war halt Jesus, geht mir auch oft so. Ich denke auch immer, es ist halt Jesus. Aber nein, schon das Alte Testament weist uns auf etwas hin, in eine Realität, in der wir heute leben. Es ist total spannend, wenn wir das Alte Testament lesen durch die Brille des Neuen Testamentes. Und zwar gibt es eine ganz spannende Bibelstelle im Jesaja 32, 15 bis 18. Genau, Sepp, kannst du die anzeigen? Nee, kannst du nicht anzeigen, gut.
bis schließlich der Geist vom Himmel über uns ausgegossen wird. Es wird quasi beschrieben, es gibt viele Probleme, Schwierigkeiten, Dürre. Und dann kommt dieser Punkt, bis schließlich der Geist vom Himmel über uns ausgegossen wird. Dann wird sich die Wüste in einen fruchtbaren Garten verwandeln und der fruchtbare Garten zum Wald. In der Wüste herrscht dann Gerechtigkeit und in dem Garten das Recht. Und die Gerechtigkeit bringt Frieden. Sie lässt für alle Zeit Ruhe und Sicherheit einkehren. Mein Volk lebt dann an einem Ort des Friedens und in sicheren Wohnungen sorglos und ruhig. Hier wird von einer Zeit gesprochen, in der der Heilige Geist ausgegossen wird. Und hier steht da, ab diesem Moment ist es möglich, dass wir sorglos und ruhig leben, weil der Heilige Geist, er bringt Frieden und er bringt Sicherheit. Und wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und durch ihn können wir den Frieden und die Sicherheit erleben. Ich war letzte Woche, war in Annaberg die Maria Brehan zu Besuch und die hat einen Satz gesagt, der hat mich sehr geprägt oder habe ich gemerkt, der wurde für mich persönlich auch so gehighlightet. Weil sie hat gesagt, ich kann in einen Raum kommen und ich kann Menschen in die Augen blicken und ich kann genau sagen, wo der Blick hingeht, schaut die Person auf die Sorge oder schaut die Person auf Jesus? Das kann man ganz genau erkennen, wenn man in die Gesichter schaut. Und ich war sofort so, ja, ach du Schreck. Weil ich wusste genau, wie mein Blick ist, wenn ich in Sorge bin. Und ich weiß genau, wie ich strahle und wie ich aussehe, wenn ich auf Jesus schaue. Und ich merke das auch ganz deutlich bei meinem Mann. Und mein Mann merkt es auch ganz deutlich bei mir, auf was wir schauen. Und Fakt ist, so, es tut mir ganz leid, Schatz, aber es ist schrecklich, wenn er nicht auf Jesus schaut, sondern auf die Sorge. Es ist einfach schrecklich für ihn und auch für mich und genauso andersrum. Es ist nicht schön, mit mir zusammen zu sein, wenn ich auf die Sorge schaue. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hatte jetzt mal einen Gottesdienst, da kam die Steffi dann mal hinterher zu mir, Mensch Sarah, was war denn los? Und ich habe so gedacht, ja shit, man merkt es mir halt an. Man merkt es mir einfach an, wenn ich voll von Sorge bin und denke, oh, wie soll denn das werden? Und wenn ich nicht mit Jesus so verbunden bin und ihn anschaue in meinen Themen. Und die Maria Brehan war so cool, weil die hat einfach von ihrem Leben in Uganda erzählt. Und dann hat die von einer Konferenz erzählt, die in Uganda war. Und da hat sie gesagt, wir hatten kein Programm, wir hatten keine Sprecher, wir hatten keine festen Zeiten. Und dann meinte sie so, und dann waren da Europäer. Und die Europäer, die hatten ein richtiges Problem, weil, ja, wann geht's denn weiter? Und was ist denn das Programm? Und die waren total confused und durcheinander. Und die dort aus Afrika waren tiefenentspannt. Und dann hätte der das so ein bisschen geleitet hat, hat gesagt, ja, es gibt ein paar Programme hinten im Sekretariat. Und dann sind die alle in das Sekretariat gestürzt, also natürlich nur die Europäer, und haben sich ein Programm geholt. Und dann war das dieser Zettel, war so wie so eine Sicherheit. Jetzt weiß ich, was passiert. Jetzt habe ich einen Plan. Das Problem war nur, dass sie sich nicht an den Plan gehalten haben, aber das wussten die in dem Moment noch nicht. Und auch das hat mich extrem überführt, weil ich merke, das hätte ich früher von mir niemals gesagt, aber ich merke, wie manchmal mein Plan im Leben oder zu wissen, was als nächstes kommt, dass mir das so eine Sicherheit gibt. Also mein Mann hat es oft erlebt, wie ich immer so meine Wochen plane, was ich schreibe, ich mache an dem Tag das, dann das, dann das und meine Woche ist so durchgetaktet und dann denke ich so, ja, so kann ich das gut schaffen, was anliegt. Und dann am nächsten Tag wird ein Kind krank und nichts funktioniert mehr und ich renne wie wild durch die Gegend, ja, wie soll das denn jetzt alles werden, weil mein Plan funktioniert ja nicht. Und es ist so krass für mich zu sehen, wie oft für mich dieser Zettel oder dieser Plan mir mehr Sicherheit gibt als Jesus selbst. Wir werden so schnell zum Selbstversorger unseres Lebens. Und damit stehen wir Jesus total im Weg. In Sprüche 29, Vers 25 steht, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht ist eine Falle, aber wenn du Jesus vertraust, bist du in Sicherheit. Lasst euch das mal wirklich mal ins Herz fallen. Wenn du Jesus vertraust, dann bist du sicher.
dann wird dieses Grundbedürfnis gestillt. Jesus sagt nicht, dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist falsch, gar nicht. Aber er sagt, vertrau mir, dann bist du sicher. Und deshalb sollte die erste Frage immer wieder sein, wenn wir in den Tag gehen, eben nicht, oh, heute muss ich das machen, heute ist dieses, wie soll das denn werden? Das ist ja wie, du wachst früh auf und dann kommen schon diese ganzen Dinger dir so entgegengeflogen, sondern am Morgen aufzustehen und zu sagen, Jesus, was hast du heute vorbereitet? Was kommt von dir? Was möchtest du durch mich tun? Ich stelle mich dir zur Verfügung. Mir ist schon in Vorbereitung auf die Wundervoll ein Satz wichtig geworden und er kam jetzt auch nochmal in dieser Vorbereitung. Wir finden mehr Sicherheit in unseren Plänen als in dem einen, der mit uns geht. Wir finden mehr Sicherheit in unseren Plänen als in dem einen, der mit uns geht. Und das ist nicht was Gutes, sondern das überführt uns. Wie muss es sich für Jesus anfühlen, dass ich ihm das eigentlich wie ins Gesicht immer wieder schmeiße, in dem, wie ich handle oder was ich rede, dass ich merke, sobald ich irgendwie einen Plan habe oder eine Aussicht oder dass das mir Sicherheit gibt, aber dass ich das gar nicht so, dass es nicht meine Sicherheit ist, dass ich sage, Jesus, du bist doch da, du gehst doch mit mir. Ich muss doch überhaupt keine Angst haben, weil du bist an meiner Seite. In dir ist meine Sicherheit. Das ist ja dieses Coole immer wieder mit einem Kind. Ein Kind geht einfach mit dem Papa mit. Das ist nicht immer, dann hast du jetzt richtig abgebogen. Das macht eher die Ehefrau oder der Ehemann, wenn die Frau am Lenkrad sitzt. Also so ist es bei uns eher. So dieses, dann hast du das jetzt richtig abgebogen, aber meine Kinder sitzen einfach im Auto und sind mit dabei und wissen, wir werden schon irgendwann am Ziel ankommen. Es wird schon werden. So dieses kindliche Vertrauen, dieses, warum mache ich mir Sorgen? Gott ist doch mit mir und das reicht doch aus. Die Bibel redet immer mal wieder von einer engen Pforte, durch die wir hindurchgehen müssen. Und dieses Bild steht einfach dafür, dass du durch diese Pforte nichts mitnehmen kannst. Wenn wir mit Jesus gehen, müssen wir unser altes Leben hinter uns lassen, unsere alte Natur. Und das ist vor allem die Natur, wo der Mensch sich selbst versorgen möchte. Das ist nämlich immer dann, wenn du selbst bestimmen willst, wenn du dich auf den Thron setzen willst und sagst, so und so muss es laufen. Wenn du sagst, Jesus, du bist mein Versorger, dann darf er auf dem Thron sitzen und dann darf er für dich sorgen. Für mich ist es so krass, dieses Bewusstsein zu haben, ich setze mich hin und ich sage, Jesus, wenn ich ehrlich bin, ich will eigentlich gar nicht mehr für mich selbst sorgen. Das ist so anstrengend, das ist so schwer. Komm, sorge du dich bitte um mich. Und ich merke aber auch, wenn ich diese Entscheidung treffe, es kämpft trotzdem was. Also man merkt so, wenn ich jetzt sage, ich will mich nicht mehr selbst so kümmern und mich selbst versorgen und ich sage, Jesus, mach du das, das ist ja voll der Kontrollverlust. Das ist ja volle Unsicherheit, weil ich weiß ja nicht, ja, wie macht das denn dann? Und manchmal macht es ja ganz anders, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Paulus hat von sich selbst gesagt, ich bin freiwillig ein Sklave Jesu Christi. In Römer 6, Vers 16 steht, erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen, um seine Anerkennung zu bekommen. Du bist immer ein Sklave, du kannst ein Sklave auch von dir selbst sein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm wir uns manchmal antreiben. Also wie hart wir mit uns sind und sagen, du musst besser sein, es ist nicht gut genug, streng dich doch mal an. Oder du kannst ein Sklave von Jesus sein. Der Ich-Teil in uns möchte immer Herrschaft. Das Ich will auf dem Thron sitzen. Aber Christsein macht es eben genau aus, dass dein Ego nicht mehr auf dem Thron sitzt, sondern Jesus allein, dass er die komplette Verantwortung für dich übernehmen kann. Und soll ich euch mal sagen, was ein Kennzeichen ist von einem Jesus-Nachfolger, der Jesus vertraut? Jemand, der ein sorgenfreies Leben hat. Jemand, der ein sorgenfreies Leben hat. Frei von Sorge zu sein, ist tatsächlich ein Kennzeichen als Nachfolger. Wisst ihr, Gott sucht Menschen, die er segnen kann. Aber
Viele von euch, ob ihr Großeltern seid, Eltern seid, irgendwie Kinder in eurer Familie habt, vielleicht können sich auch manche noch an die eigene Kindheit erinnern. Wenn du ein trotziges Kind vor dir hast, was die ganze Zeit dich anschreit, ich will, ich will, ich will, sich auf den Boden wirft irgendwie, weil es jetzt die Süßigkeiten bekommen will und so weiter und so fort, dann weiß man schon sehr früh, es ist nicht unbedingt gut, dem Kind das jetzt zu geben. Weil man fördert damit ein Verhalten, wo ich jetzt sagen würde, jetzt mal von der Distanz ausgesprochen, ich wünsche mir meinen Kindern nicht so einen Partner, der immer, wenn sofort jemand ruft, ich will, das auch bekommt. Sondern Ausdauer und Geduld führen dazu, dass ein guter Charakter gebaut wird. Und Ausdauer und Geduld führen auch dazu, dass Gott das wirken kann, was er will. Das heißt aber auch, dass wir nicht immer sofort das kriegen, was wir manchmal wollen. Das heißt, dass ich erstmal diese Entscheidung treffen muss, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir und dadurch wird ein Charakter gebildet, wird eine Grundlage gebildet, damit das landen kann, was Jesus für dein Leben geplant hat. Die Herausforderung ist die, du hast nur, es ist tatsächlich ein bisschen schwarz-weiß, weil du kannst dich entweder dafür entscheiden, ich sorge für mich selbst, oder du sagst, ich lasse mich versorgen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott alles geplant. Er weiß um alles, was du brauchst, noch ehe du das zu ihm sagst. Alles, was du brauchst, dafür hat er schon längst Vorsorge getroffen. Und wir kommen dann in ein sorgenfreies Leben hinein, wenn wir mehr und mehr Offenbarung bekommen von dem, wer Jesus ist, was er am Kreuz für dich getan hat und wie sehr er dich liebt. Wenn du verstehst, wie sehr du geliebt bist, wirst du das erleben, wie mehr und mehr das in dein Leben kommen kann, was er für dich hat. Aber er lässt dir einen freien Willen. Du kannst es frei wählen. Willst du das selbst tun oder darf er sich um dich kümmern? Und es gibt tatsächlich in der Bibel ein Rezept wie bei einem Kuchen, wo das Ergebnis zustande kommt. Das finde ich übelst cool, wenn manchmal so klare Sachen in der Bibel stehen, wo man sagt, okay, so mache ich es und das ist irgendwie das Ergebnis. Und ich lese euch das mal vor. Das steht im Philipper 4, Vers 6, eines der Verse, die man sich immer wieder sagen sollte. Sorgt euch um nichts. Was ist eigentlich mit dieser Angelegenheit? Um nichts. Was ist denn um die Schuhe, die ich irgendwie brauche? Um nichts. Um meine Kinder. Sorge dich um nichts. Es gibt nicht eine Kleinigkeit, die davon ausgenommen ist. Hier steht nicht, sorge dich nicht um das, was in der Gemeinde passiert, aber mit dem Job, da bist du dir selbst überlassen. Nein, Jesus sagt, sorge dich um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Die Bibel sagt, es gibt eine stärkere Waffe gegen deine Sorgen und das ist die Tatsache, seid um nichts besorgt. Um die 500 Euro, die dir fehlen, um die Fahrschule zu bezahlen, um die Autorechnung, wo du nicht weißt, wo das Geld herkommt, die Probleme in der Schule, alles drum und dran. Er sagt, sorge dich um nichts, sondern du sollst jedes Anliegen in ein Gebet umwandeln, jedes Anliegen in ein Gebet umwandeln. Und wenn dann die Sorge zu dir kommt, hast du zwei Möglichkeiten. Das erste ist, du sorgst dich, das kennst du ja schon, ich kenne das auch. Aber wenn du dann da einsteigst und sagst, jetzt gehe ich wieder in die Sorge rein, übernimmst du die Verantwortung schon wieder selbst, du trägst es selbst. Du kannst in dem Moment sagen, wenn die Sorge kommt, Jesus, ich werfe jetzt diese Sorge auf dich und ich sage, du sorgst für mich und du hast die Verantwortung für diesen Bereich. Du wirst dich kümmern. Und dann sagst du, und ich danke dir, dass du schon alles dafür vorbereitet hast. Ich danke dir, dass deine Lösung da ist. Ich danke dir, dass es bereit liegt, was ich brauche. Und das ist so wichtig, dass jedes Gebet mit dieser Danksagung endet. Und es geht da um jeden Bereich. Was werde ich nach meiner Ausbildung machen? Nach meinem Studium? Wo soll ich arbeiten? Was ist mit meiner Mutter, die krank ist? Sollen wir das Haus kaufen oder nicht? Dieses Danke zu sagen, Gott, du hast alle Versorgung, du hast den Masterplan, du weißt genau, was dran ist. Und ich danke dir schon jetzt dafür, dass all das durchkommen wird, was du für mich hast.
Und manchmal ist auch Flehen angesagt. Wir können das hier lesen mit Flehen. Es gibt manchmal so schlimme Herausforderungen, wo wir auf den Knien liegen, wo wir weinen, wo wir Gott anflehen. Aber auch da ist es wichtig, dass wir mit dieser Danksagung enden, wer Gott ist und dass er sich kümmern wird. Psalm 50, Vers 23. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Danke zu sagen, ebne deine Wege für Heilung, für Heil, für Rettung, für Lösungen. Danksagung ebnet die Wege vor dir, die Jesus für dich hat. Und was kommt dann? Die Bibel verspricht dir Folgendes. Der Friede Gottes wird dich komplett einhüllen. Inmitten von Schwierigkeiten wirst du erleben, da ist Friede. Und so geht die Bibelstelle nämlich weiter, Philipper 4, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Woher weißt du, ob du im Glauben gebetet hast, wenn der Friede kommt? Die Sorge geht und der Friede kommt. Beides kann nicht nebeneinander existieren. Es kann nicht an einem Ort kommen. Der Friede ist wie eine übernatürliche Anzahlung für dein Leben. Das ist wie dieses, dir wird ein Scheck ausgestellt, das ist dieser Friede und es ist diese Verheißung, der Rest kommt durch. Es ist dieser Lebensstil, in den wir eingeladen sind, in dem Shalom Gottes zu leben. Gott wird es einlösen, das ist sein Versprechen, das ist dieser Friede. Er sagt, genau Sarah, ich habe es doch gesagt, ich kümmere mich, sorge dich nicht. Das ist eben die Herausforderung. Ein Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass es nicht Situationen geben wird, die dich zum Sorgen einladen oder die dir Angst machen. Es gibt diese Situation immer wieder. Aber es ist immer wieder diese Einladung, dass Jesus sagt, hey, komm zu mir, werf's auf mich, sag danke, dass ich Lösungen habe und du wirst erleben, wie ich handeln werde. Solltest du dich jedoch sorgen, solltest du selbst rudern und es selbst machen wollen, ist man wie von dieser Versorgung abgeschnitten. Weil es ist die Frage, immer wieder Raum zu machen für ihn, damit er wirken kann. Und wir müssen ja uns ehrlich sagen, wir haben ja oft nicht nur eine Sorge, sondern wir haben ja 10, 15, 20, 30 Sorgen. Das ist ja, das rattert ja in unserem Kopf. Ja, das steht heute an. Und ja, wie soll ich das überhaupt machen? Und darum muss ich mich ja auch noch kümmern. Und dieses und jenes und überhaupt. Und das raubt so viel Energie. Das zieht so eine Energie aus uns. Es raubt uns die Lebensqualität. Und die Bibel sagt ganz klar, durch keine Sorge in deinem Leben kannst du dein Leben verlängern. Aber du kannst es verkürzen. Das sagt die Bibel nicht, aber das sagt uns die Medizin, die Wissenschaft. Weil wenn wir Stress erleben, dann geht es ganz oft in unseren Gedanken los, in unseren Gefühlen und unser Körper, der zieht wie nach, der spürt es. Und es werden Stresshormone ausgeschüttet und die vergiften unseren Körper. Und tatsächlich ist es so, dass viel mehr Menschen an Stress sterben als an Krebs. Durch die Sorge geht wie ein Motor in deinem Leben an und der treibt dich an. Deswegen ist ein sorgenvolles Leben kein gutes Leben. Und deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, um dir Frieden zu geben, um dein Herz zu bewahren. Jesus will dein Herz bewahren. Und wir haben den einen in unserem Leben, der so viel größer ist als jede Sorge. Jesus, was willst du? Ich vertraue dir. Und der wesentliche Anzeiger, ich sage das immer wieder, in unserem Leben sind unsere Worte. Unsere Worte zeigen ganz stark, was unser Herz glaubt. Hör dir selbst zu. Das kann manchmal das Schlimmste sein, was du dir antun kannst. Aber lass das mal zu,
dass du dich wie selbst, wenn du merkst, oder manchmal merkt man auch am Tag, am Abend, dass man so zurückblickt und sich mal selbst wie zuhört, was rede ich eigentlich den ganzen Tag? Und es kann manchmal sehr, sehr erschreckend sein. Und dann darfst du dein Herz Jesus bringen und sagen, Jesus, hier ist so viel Sorge. Oder du schreibst mal alles auf. Und dann hast du diese Riesenliste. Jesus, da ist so viel Sorge in meinem Leben. So viel Angst in meinem Leben. Und ich kann das und ich will das nicht mehr tragen. Ich will es auf dich werfen, Jesus. Lehre mich, ein Leben zu führen, was dir vertraut. Im 1. Petrus 5, Vers 6 steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wenn wir unser Leben loslassen und wenn wir sagen, Jesus, sorge für mich, dann ist das ein Handeln in Demut, weil wir wissen, dass wir Jesus brauchen, dass wir es nicht aus uns heraus tun können. Und es gibt immer diese Haltung, dass ich Gott in meinem Leben groß mache. Wenn du dich selbst sorgst, gibst du damit Jesus immer wieder zu verstehen, ich misstraue dir. Und es macht was mit einer Beziehung. Jesus ist da total frei und er liebt dich. Aber ich finde es so krass, wie Jesus diesen freien Willen uns schenkt und er das auch so zulassen kann, zu sagen, okay, du willst dich lieber selbst sorgen, ich lasse dich das. Im Hebräer 12, Vers 1 steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Die Sorge ist eine immense Last, die dich runterdrückt. Und ich habe es euch vorhin gesagt, man spürt es Menschen an. Man kann in den Raum kommen und genau auch spüren und sehen, wer von Sorge erdrückt ist. Und ich will dir heute sagen, Jesus möchte dich beschenken mit einer neuen Leichtigkeit und mit seinem Frieden, weil er zu dir sagt, ich habe für alles bereits gesorgt. Ich bin von keiner Situation in deinem Leben überrascht und mir ist keine Situation in deinem Leben egal. Ich habe bereits für dich gesorgt und das darf uns Frieden bringen. Und das ist so ein Geschenk, was wir in Jesus haben. Deshalb will ich euch nochmal ganz am Ende nochmal dieses Rezept sagen, mit dem wir alle uns neu trainieren dürfen als Nachfolger von Jesus, ein Leben zu führen, was frei von Sorge ist. Immer wenn Probleme kommen, immer wenn die Sorgen kommen, gehst du ins Gebet. Du gehst ins Gebet und du sagst es Jesus, du wirfst es auf ihn und lässt es wirklich los, was dich bewegt. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass du danach sagst, Jesus, ich danke dir, dass du bereits genau weißt, was dran ist, dass du schon alles vorbereitet hast, dass da Lösungen bereit liegen, du hast schon alles fertig, es ist alles da. Du weißt um alles. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du so groß bist. Und wenn das dann wiederkommt, das ist ja immer das Problem, das Herz kommt ja manchmal nicht so schnell hinterher, das kommt ja immer wieder, dann nimmst du es gar nicht mehr an. Dann sagst du, Jesus, ich habe das schon gegeben, ich lasse das jetzt bei dir und ich lebe weiter. Und dann mach am besten irgendwas, was dir Freude macht. Also mir hat es manchmal geholfen in schwierigen Situationen, wenn das diese Gedankenkreise die ganze Zeit weiterlaufen. Ich weiß zum Beispiel mal, das war mal in einem Winter, ich bin dann mit meinen Kindern immer Schlitten fahren gegangen und habe da so gelacht und so eine Freude gehabt, dass ich da wie nicht mehr dran gedacht habe. Oder man tut sich irgendwie was Gutes. Aber dieses in dem Vertrauen zu leben heißt auch, Gott, du kümmerst dich, ich muss mich jetzt nicht kümmern. Genau. Das wollte ich euch heute gern als Ermutigung mitgeben, weil wir seine Kinder sind, die er liebt. Und manchmal brauchen wir diese Erinnerung, wie wir eigentlich leben sollen. Und Jesus, dafür danke ich dir von Herzen. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der sagt, darf ich mich bitte um dich kümmern? Darf ich die Lösungen bringen? Darf ich dir begegnen? Darf ich dir Wege ebnen?
Und Jesus, ich bete wirklich, dass wir das loslassen können, dass wir Selbstversorger sind. Dass wir auch unsere Sicherheit loslassen in Geld, in Pläne, in Menschen, Herr. Ja, wo so oft irgendwie andere Dinge deinen Platz wie rauben wollen. Jesus, wir sagen nochmal ganz neu, dir allein gehört dieser Platz als Herr in unserem Leben. Und wir wollen in dem leben, was du für uns hast. Und ich danke dir, dass wenn wir in dem gehen, dass du sagst, der Friede, der Shalom Gottes wird dich einhüllen. Und du wirst erleben, wie alles andere diesem Frieden folgen wird. Der Friede ist die Anzahlung und alles andere wird durchkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.